haben uns gesehen. Gut. Sollte He-Man im Palast sein, holen wir ihn raus. Es ist Triklops. Und Treadjob. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft. Was dagegen, wenn ich mich anhänge? In Ordnung, aber halte ich gut fest. Wenn wir nur seinen Motor treffen, können wir ihn zur Landung zwingen. Schieß nur weiter, He-Man. Ich sehe jede Bewegung von dir, lange bevor du sie machst. Du kannst alles sehen, Triklops. Nur nicht das, was genau vor dir passiert. Hä? Was? Nein! Nicht bewegen! Wenn du nicht willst, dass ich diesen Eisstrahl benutze, kommst du friedlich mit. Nach all diesen Schwierigkeiten muss Skeletors Plan klappen. Nein, Treadjob! Du hast mich wohl vergessen, was? Hier verpasse ich dir den Haken, Treadjob! Hier bin ich, Held! Komm doch und hole mich! Ich mache es einfach für dich! Dein Schwert gegen meinen Krafthaken! Ganz wie es dir beliebt, Metallmaul! Was ist das? Ich werde ihn verfolgen. Lass ihn gehen. Ich habe das, was ich wollte. Zu guter Letzt wird meine Rache gegen He-Man befriedigt sein. Skeletor, ich hätte es wissen müssen. Dein Fehler wird dich teuer zu stehen kommen, alter Feind. Ich bin dabei, Eternia von deiner verhassten Gegner zu befreien. Du wirst nichts fühlen, He-Man. Du wirst für mich kein Problem mehr sein. Bei der Macht der Dunkelheit, des Bösen und der Furcht, ich befehle, dass He-Mans Erinnerung jetzt verschwindet! Oh nein, was haben sie getan? Darby, beweise jetzt, wie schlau Skeletor ist! Fege He-Man nach drinnen und halte ihn fest für immer! Zu den Kreuzungen des ganzen Universums, wo er den Rest seines Lebens verbringen soll. In einer fremden Welt wandernd, nicht wissend, wer er ist oder wo er hergekommen ist. Und jetzt? Skeletor! Bleib stehen, wo du bist! Lass mich, ich kümmere mich um sie! Oh nein, das wirst du nicht tun. Wir haben alles erledigt, lasst uns gehen! Skeletor! Evelyn! Hey, was ist mit mir?
Und lass deine schlauen Ideen, dich durch die Gitterstäbe zu beißen. Denn sie sind elektrisch geladen. Damit sind Trapjaw und Triklops versorgt. Und was ist mit He-Man? Ich gehe mit den anderen, um mit der Sorceress zu sprechen. Aber Skeletors Zauber könnte selbst über ihre Kräfte gehen. Es ist ein schwieriges Problem, meine Freunde. Es wird schier unmöglich sein, in der großen Zahl der Welten, die das Universum ausmachen, He-Man zu finden. Wir müssen noch irgendetwas tun können. Nun, es ist mir ein Wesen bekannt, das alles beobachtet, was im Kosmos geschieht. Nur dieses kann den Weg zu He-Man zeigen. Oh, Sodek, Fahrer der kosmischen Weltraumwege, erscheine bitte vor uns. Wir brauchen dich. Hab Dank, Sodek, dass du so schnell gekommen bist. Das Schicksal von Eternias Verteidiger stand auf dem Spiel. Ich musste es tun. Oh, aber Mr. Sodek, Sir, könnten Sie wirklich He-Man zurückbringen? Wenn ich auch alles, was im Kosmos passiert, beobachte, Orko, kann ich meine Kräfte nicht dazu gebrauchen, Dinge zu verändern. Ich kann euch aber dies hier geben. Der Zauberstab wird mit deiner Magie helfen, den Weg zu finden. Mehr als das kann ich euch nicht sagen. Sollen wir uns etwa auf Orkos Zauberkünste verlassen? Oder sind wir verloren? Orko, Cringer und Ram-Man müssen die Reise antreten. Man-at-Arms, du wirst hier gebraucht. Ich hab verstanden. Nun beeilt euch, Freunde. Ich fühle, He-Man ist in großer Gefahr. Bin ich? Was soll ich damit tun? Wartet! Lauft nicht weg! Was seid ihr für Geschöpfe? Stopp! Was machst du da? Du musst einer von Plandors bösen Raufbeuten sein. Ich weiß, wie ich dich behandeln muss, Monster. Diesmal bin ich noch sanft mit dir umgesprungen. Aber wenn ich noch einmal sehe, dass du einem anderen Schminnewitt wehtust. Aber ich habe diese Geschöpfe doch vorher nie gesehen. Ich weiß nicht einmal, wo ich bin. Und ich nehme an, du bist auch nicht einer von Plandors Henkersknechten. Nein, ich weiß nicht, wer ich bin. Du erinnerst mich an jemanden. Jemanden, den ich früher kannte auch. Jetzt, da du das sagst, du siehst aus wie ein Fremder in dieser Gegend. Warum kommst du nicht mit mir? Und wir werden schon sehen, wo du hingehörst. Ja. So, die kleine Gutestuerin Gliedel hat einen neuen Freund gefunden. Er ist ein kraftvoll aussehendes Vieh oder was immer er ist. Er könnte mir von großem Nutzen sein. Mir, Plandor, dem Räuber. Nein, ich gehe nicht mit. Komm schon, du schwaches, zerbrechliches Kätzchen. Aber ich hasse es, durch den Zeitkorridor zu gehen. Es ist He-Mans einzige Chance, meine Freunde. Viel Glück. Kleiner, denke daran. He-Man wird dich nicht erkennen, wenn du ihn findest. Sag ihm, er soll über Zuhause reden. Und das wird ihm vielleicht helfen, sich zu erinnern. Über Zuhause reden? Ich habe es, glaube ich. Aber mir wird schwindelig, wenn ich durch die Zeit reise. Gute Fahrt, meine Freunde. Hey, das macht Spaß. Oh, mir wird schwindelig. Ich möchte nach Hause. Ruhig, Gringer. Wir werden wahrscheinlich nichts Gefährlicheres als einen Hasen treffen. Hoffe ich. Das ist die einzige Art zu fliegen. Oh, ich glaube, ich werde reisekrank. Seht mal, Sodeks Zauberstab glüht. Wir müssen in der Nähe von He-Man sein. Haltet euch fest. Oh, und ich dachte, wir Tiger müssten ihm auf den Füßen aufkommen.
Wir sind da. Wo immer da auch ist. Hey, Jungs! Seht euch mal den Rückenkratzer an, den jemand verloren hat! Das ist kein Rückenkratzer. Das ist Tiemens Schwert. Kannst du seiner Fährte folgen? Na ja, ich habe eine kleine Erkältung, aber ich werde es versuchen. Sag, wohnst du hier? Ja, dieser Planet wird Trades genannt. Ich heiße Gleedle. Ich kümmere mich um die Tiere, die hier leben. Jedenfalls um die, die noch übrig sind. Was ist passiert? Trades war mal eine wunderschöne grüne Welt. Aber das war, bevor Plandor sie übernahm. Er gebrauchte seine bösen Maschinen, um den Wald abzuholzen und die Flüsse auszubeuten. Ohne ihre Unterschlüpfe und das Wasser mussten die Tiere weiterziehen. Einige Tierarten starben völlig aus durch Plandors Zerstörung. Diese Bilder sind alles, was von ihnen noch übrig ist. Das alles erinnert mich an... Plandors Dromedare. Wie habe ich das gemacht? Oh nein, das ist Schlafrauch. Noch kein anderes Zeichen von He-Man. Dieser Planet ist so schmutzig. Ich kann kaum etwas riechen. Wir müssen ihn unbedingt finden. Es ist ein Monster. Dieser freundliche Köter wird niemandem wehtun. Nebenbei, vielleicht könntest du ihn fragen, ob er He-Man gesehen hat, Cringer. Naja, er sagt, He-Man und seine Herrin wurden durch einen riesengroßen Roboter weggeführt. Aufwachen, erhebt euch. Zeit zum Aufstehen. Sei gegrüßt, Fremder. Ich bin Plandor, der rechtmäßige Herrscher von Trades. Der rechtmäßige Zerstörer, meinst du wohl? Da du nicht einverstanden bist mit dem, was ich mit der Außenwelt getan habe, Gleedle, wird es dich erfreuen zu wissen, dass ich einen schönen Platz für dich in meinem Kerker ausgesucht habe. Du brauchst Gleedles Schicksal nicht zu teilen, Fremder. Hättest du Lust, mir zu helfen, der reichste Mann im Universum zu werden? Was meinst du damit? In diesem Behälter befindet sich die Lebenskraft dieses Planeten. Indem ich meine bösen Kräfte gebrauchte, habe ich sie in flüssige Magie verwandelt, die ich für Millionen, selbst Billionen verkaufen kann. Ich werde ein Vermögen verdienen. Du vernichtest deine ganze Welt nur für Reichtümer und Schätze? Ich tue alles dafür. Der Santimen ist in dem furchterregenden Ort. Nun, worauf warten wir noch? Lasst uns ihn da herausboxen. Nein, Raymond, wir müssen es schlau machen. An sie heranschleichen und sie überraschen. Nun, Fremder, wie lautet deine werte Antwort? Ich könnte deine Muskeln gut gebrauchen. Ich weiß vielleicht nicht, wo ich herkomme oder wie mein Name ist. Aber ich weiß, was du mit dieser Welt tust, ist falsch. Dann könnt ihr beiden, du und Gleedle, für immer in meinem Kerker bleiben. Oh. Hey, was ist das? He-Man, sieh mal, wir sind es. He-Man? Meine Roboterwachen werden sich um euch kümmern, Störenfriede. He-Man, erinnerst du dich denn an gar nichts mehr?
Kenne ich dich? Sodik sagte, ich soll über Zuhause sprechen, dann käme die Erinnerung zurück. Aber ich kann mich an mein Zuhause nicht erinnern. Ich kümmere mich um die Kerle! Sprich über Zuhause, sprich über Zuhause. Aber natürlich, woanders solltest du denn zu Hause sein als auf Schloss Grayskull. Los, komm mit! Hilfe! Hilfe! Jetzt halte das Schwert hoch und sage, bei der Macht von Grayskull. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Orko! Hurra! Die Kraft von Grayskull hat uns gerettet! Und jetzt komm an die Arbeit! Wir brauchen deine Hilfe! Machen aus meinen Robotern Abfall, aber sie werden meine magische Zauberflüssigkeit nicht bekommen. Wenn ich nicht durch meine magische Flüssigkeit reich werden kann, dann auch kein anderer. Sauber und rein. Und wenn Plunders böse Fabrik erstmal zerstört ist, wird euer Planet wieder so sein wie früher. Tatsächlich habe ich einen unfreiwilligen Freiwilligen, der jetzt daran arbeitet. Da fällt mir ein, wir haben noch eine Rechnung mit einem alten Freund, genannt Skeletor, auf unserer Welt zu begleichen. Ist der Zeitkorridor für Eternia fertig, Orko? Alles klar. Aber wo ist Ram-Man? Eins muss man den Jungs lassen. Sie wissen genau, wie man Spaß haben kann. Kommt, Freunde. Gehen wir nach Hause.